Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Guide Tipps und Tricks Video. Das Revenant Video habe ich lange angekündigt, jetzt habe ich mich mal herangetraut. Ich möchte euch am Anfang alle Hintergrundinformationen zum Revenant einmal vorlesen von der EA-Seite, storytechnisch. Wen das nicht interessiert, spult einfach 2-3 Minuten vor, dann geht es dann grundlegend mit dem Revenant los. Ich zeige euch die ganzen Fähigkeiten, die er hat, wie man sie grundlegend einsetzen sollte. Da habe ich ein kleines Gameplay gemacht, zumindest für die Grundlage, damit man die Fähigkeiten nicht sinnlos verschwendet oder zumindest versucht, das Bestmögliche rauszuholen. Das meiste zeige ich euch natürlich auf der Firing Range, weil man da in Ruhe alles zeigen und erklären kann. Und ein paar Tipps und Tricks, wie man die Fähigkeiten sonst noch einsetzen könnte, auf eine Art und Weise, wie man vielleicht nicht gleich drauf kommt. Noch eine kleine Information zu meinem YouTube-Kollegen, der Space Cat Show, der hat auch schon, den kennen die meisten sicherlich von euch, der hat auch schon Revenant Guide gemacht, verlinke ich euch zum Schluss. Schaut euch das Video auch noch an, mit meinem Video zusammen habt ihr ein großes Gesamtpaket vom Revenant. Abonniert den Bengel auf jeden Fall, der macht richtig gute Videos, würde ich mich sehr drüber freuen und er natürlich auch. Und jetzt geht's los mit der Story rund um Revenant. Wie gesagt, spult ein bisschen vor, wenn es euch nicht interessiert, und danach geht es mit den Fähigkeiten direkt gleich weiter. Dem Video schon mal einen Daumen nach oben da lassen, Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr nichts rund um Apex Legends Tipps und Tricks, Informationen und so weiter verpassen wollt. Viel Spaß jetzt. Ich kann euch gerne auch hier in dem Video die EA-Seite mal verlinken, da könnt ihr euch das auch unter dem Reiter Legenden nochmal in Ruhe durchlesen. Der Revenant, synthetischer Albtraum. Einst war Revenant ein Mensch, er war der beste Killer, den das Söldner-Syndikat je hatte. Und auch hier der erste Satz schon, da kann man davon ausgehen, bevor der Revenant überhaupt, bevor er diese, sage ich mal, Maschinengestalt hatte, als Mensch war er scheinbar schon ein Auftragskiller, davon kann man zumindest ausgehen. Wenn er in den Spiegel blickte, sah er sein menschliches Gesicht, aber die Zeit ändert alles, und als seine Programmierung schließlich versagte, erkannte er, was das Söldner-Syndikat und Hammond Robotics aus ihm gemacht hatten. Einen wandelnden Albtraum aus Stahl und rudimentären Geweberesten. Seine Meister haben ihn als Simulacrum, ich hoffe, das spreche ich richtig aus, das ist auch aus Titanfall bekannt, wiederbelebt. Sie haben ihn wieder und wieder dem Tod entrissen und darauf programmiert zu vergessen. Den zweiten Abschnitt finde ich auch sehr, sehr interessant, weil da merkt man erstmal, was für eine Zeitspanne scheinbar hier dahinter steckt bzw. dazwischen ist. Er hat geschworen, alle Personen zu töten, die ihm das angetan haben, aber nach mehr als 2 Jahrhunderten sind mittlerweile alle tot, dachte er jedenfalls. Die Rückkehr von Hammond Robotics in die Outlands, quasi jetzt Season 4, hat seinen Wunsch nach Rache neu entfacht, und er wird erst ruhen, wenn niemand mehr am Leben ist, der mit Hammond Robotics in Verbindung steht. Natürlich stört es ihn nicht, nebenbei einige der Legenden zu eliminieren. Früher brauchte er einen Grund, um zu töten, aber diese Zeiten sind vorbei. Gehen wir schnell noch die Fähigkeiten in Textform durch, bevor ich auf die Firing Range gehe. Stille. Wirf ein Gerät, das Schaden verursacht, um genau zu sein, 10 Schaden und 10 Sekunden lang feindliche Fähigkeiten deaktiviert. Stalker, du gehst geduckt schneller und kannst Mauern höher klettern als andere Legenden. Und als ultimative Fähigkeit der Totem, beschwöre ein Totem, das Nutzern für bestimmte Zeit vor dem Tod bewahrt, anstatt getötet oder ausgeschaltet zu werden. Kehren sie zum Totem zurück. Wir legen mit der Stalker-Fähigkeit los, das ist die passive. Ihr könnt geduckt schneller laufen bzw. euch fortbewegen. Und ich behaupte fast, auch wenn ich das in Zahlen jetzt nicht belegen kann, dass man genauso schnell in der Hocke laufen kann, wie wenn man normal läuft. Natürlich macht das keinen Sinn, das dauerhaft zu machen, weil man ja, wenn man normal läuft, eher so ein bisschen zickzack laufen kann, wenn ein Gegner irgendwie vollrotzen oder man einfach mal ein bisschen slidet oder so. Auf jeden Fall bewegt ihr euch lautlos, was bei jeder anderen Legende genauso ist, nur dass ihr einfach deutlich schneller seid, was eine geile Fähigkeit ist. Und als zweite passive Sache könnt ihr deutlich schneller klettern. Ich zeige es anhand dieser Mauer einfach mal. Auch wenn das nicht komplett bis hoch reicht, macht das deutlich, dass man vielleicht nicht doppelt so hoch klettern kann wie eine normale Legende. Aber ich sage mal, 1-2 Drittel mehr werden es schon grob sein. Was der Nachteil natürlich bei der Stalker-Fähigkeit ist. Was heißt Nachteil? Wenn ihr die ganze Zeit euch Mühe gebt, lautlos euch fortzubewegen, bringt das nichts, wenn ihr ein Team habt, vielleicht mit Randoms, mit denen ihr euch vielleicht nicht kommuniziert oder unterhaltet,
Das bringt nichts, wenn eure Teammates euch hinterherrennen, nicht geduckt laufen und so eure Position sowieso verraten. Deswegen finde ich, dass die Stalker-Fähigkeit ist gerade was für Ego-Player, die vielleicht sehr weit voranpushen, ohne dass die Teammates richtig hinter einem herkommen oder vielleicht für einen Solo-Modus oder euer Team ist sowieso schon gedown. Dann verratet ihr eure Position nicht, könnt die Gegner flankieren, ohne dass sie euch hören. Ihr könnt euch richtig gut positionieren. Das war soweit grob von der Stalker-Fähigkeit. Die taktische Fähigkeit Silencer. Ihr werft dieses schöne Bällchen. Die taktischen Fähigkeiten bzw. die Fähigkeiten der gegnerischen Legenden werden für 10 Sekunden aktiviert. Wenn ihr das richtig trefft, macht es 10 Schaden. Das mag nicht viel sein. Auch die taktische Fähigkeit macht richtig viel Sinn in engen Räumen, auf Dächern oder sonst wo, wenn ihr da Gegner pusht. Schmeißt vorher die Granate rein, dann könnt ihr die Gegner pushen. Eine Wraith zum Beispiel kann dann ihre Unsichtbarkeit oder Bangalore kann keinen Rauch aktivieren und ihr könnt die Gegner richtig hart nerven. Dazu gibt es gleich einen Clip, da setze ich das ein bisschen in Verbindung mit dem Totem ein, um grob zu zeigen, wie man Gegner pushen sollte, wenn sie nicht wissen, wo ihr seid, aber ihr wisst, wo die Gegner sind. Was aber, ein kleiner, ich sag mal, Pro-Tipp, wenn ihr ich würde euch raten, diese taktische Fähigkeit, wenn ihr das aktiviert, lasst das nicht gleich los oder drückt nur kurz drauf, damit ihr das gleich los schmeißt. Haltet einfach den Knopf gedrückt auf der PlayStation L1 und was viele vielleicht nicht wissen, ihr könnt aus der Hüfte weiter schießen oder ihr könnt, Moment, ich lade nach, ihr könnt schießen und dabei diese Granate werfen. Das wissen viele nicht. Das ist auf jeden Fall eine richtig geile Sache. Und vor allen Dingen ist das genau das, was ich gleich in dem Gameplay zeige. Wenn die taktische Fähigkeit, ihr könnt ja in der Hocke zum Beispiel ein bisschen hin und her euch bewegen, wenn eure Teammates vielleicht eure Position nicht gerade verraten, dann aktiviert ihr das. Wenn jetzt der Gegner quasi um die Ecke kommen würde und euch noch nicht festgestellt habt, schmeißt ihr das Teil, rotzt dabei. Wenn das jetzt eine Wraith wäre, kann die sich nicht unsichtbar machen. Und ihr habt mega Vorteil gegenüber dem Gegner. Kommen wir jetzt zum Totem, wie der grundlegend funktioniert, bevor ich euch sage, wie ihr ihn taktisch am besten einsetzen solltet. Wenn ihr den aktiviert, das haben viele anfänglich auch nicht gewusst. Vielleicht weiß es der ein oder andere noch immer nicht. Wenn ihr den aktiviert, mache ich jetzt einfach mal, dürft ihr nicht vergessen, den für euch zu aktivieren. Ich springe jetzt hier einfach mal runter, eliminiere mich hier selber und schaut mal, vielleicht wisst ihr das tatsächlich nicht. Pam, jetzt werde ich gerespawnt an dem Totem, weil ich sonst draufgegangen wäre, aber das Schild wird nicht angegriffen. Ich dachte ursprünglich, ich bin komplett tot, Schild runter, ich werde einfach gerespawnt am Totem mit einem vollen Schild. Nein, es wird nur eure Lebenspunkteanzeige runtergeballert. Ihr behaltet dann ein paar HP, dass ihr gerade so überlebt und euer Schild bleibt unberührt. Für alle, die das nicht wissen. Das nächste ist noch, und deswegen sollte man aufpassen, dass man es taktisch klug positioniert, natürlich verwinkelt, sodass es die Gegner nicht sehen können, weil können die Gegner das Totem zerstören von der Ferne. Ist überhaupt kein Problem, quasi wie bei Watson mit dem Mast. Und was noch viel schlimmer ist, das wissen vielleicht auch viele nicht, die Gegner können den Totem sogar selber benutzen. Das heißt, wenn ihr den richtig beschissen aufstellt, habt ihr vielleicht ein gegnerisches Bot, der das selber benutzt. Und das wäre absolut unklug. Deswegen passt auf, dass ihr wirklich, ich rede jetzt als Beispiel mal von einer Baustelle. Die Baustelle hat verschiedene Etagen. Ach so, übrigens, bevor ich von der Baustelle rede, wenn ihr relativ weit offen das Totem aufstellt und ein Gegner rotzt euch runter, kann der so eine Art Wolkenspur verfolgen und sieht dann, in welche Richtung ihr gerespawnt werdet, wo das Totem steht. So könnt ihr so einfach gepusht werden. Deswegen, Beispiel Baustelle. Die Baustelle hat mehrere Etagen, relativ verwinkelt. Stellt das Totem verwinkelt auf, dass es nicht gleich ersichtlich ist. Wenn ihr zum Beispiel dann auf der letzten Etage drauf geht und das Totem, was weiß ich, in der ersten, zweiten, dritten Etage aufstellt, ahnt der Gegner zumindest nicht, in welcher Etage ihr das Totem aufgestellt habt, was wirklich sehr, sehr wichtig ist. Jetzt möchte ich euch einmal ein Gameplay von mir zeigen, das ist wirklich nur kurz, um grundlegend euch zu zeigen, wie das Totem am besten ist hier optisch vielleicht nicht ganz gut dargestellt, wie ihr aber einen Squad ganz gut pushen könnt mit der taktischen Fähigkeit. Viel Spaß dabei, ich pausiere hier und da mal und erzähle ein bisschen was dazu. Mein Teammate und ich, wir spotten jetzt quasi die Gegner und hier stelle ich dann gleich das Totem schon mal auf. Das ist sicherlich nicht der taktisch beste
Spot, um den Totem aufzustellen, weil wirklich von links und rechts sämtliche Gegner das Teil jetzt wegrotzen könnten. Aber das Risiko ist es wert, das einfach aufzustellen, weil wir gerade wissen, wo die Gegner sich befeiten. Achtung! Hier stelle ich das Totem jetzt auf. Aktivieren nicht vergessen, sowieso ganz wichtig. Und hier aktiviere ich jetzt schon diese Fähigkeit, die taktische Fähigkeit, und laufe einfach weiter und kann aus der Hüfte ballern und auch Türen öffnen. So, ich mache nochmal ein Stück zurück. Ihr habt jetzt gesehen, ich bin quasi aus der Tür raus, hab die taktische Fähigkeit geworfen. Der Gibraltar war quasi nicht in der Lage, seine Kuppel zu werfen. Und Bangalore gleich war nicht in der Lage, den Rauch zu aktivieren und konnte sich so nicht schützen. Und wir konnten ohne Probleme das Quad runterrotzen. Der Rauch, den ihr hier auf jeden Fall seht, den muss sie vorher schon aktiviert haben. Das kann doch sein, dass ich die Bangalore jetzt nicht hundertprozentig getroffen habe, aber einfach um grundlegend euch zu zeigen, wie diese Fähigkeit am besten funktioniert, ist das wirklich ein gutes Beispiel, um euch das mal klar zu machen. Jetzt noch ein paar allgemeine Tipps zum Totem oder vielleicht Pro-Tipps in Anführungszeichen, wie sie vielleicht nicht gleich offensichtlich sind. Und zwar, wenn ihr ein gegnerisches Totem jetzt speziell seht, um das mal ein bisschen spaßig zu kontern, wir gehen davon aus, das hier ist ein gegnerisches Totem. Ich bin jetzt zum Beispiel ein Kaustik. Ich habe meine Gasfallen voll. Macht euch mal den Spaß und ballert hier 2, 3 Gasfallen rings um den Totem mit ein bisschen Abstand und wartet, ob ein Gegner dort gerespawnt wird. Das wird garantiert eine richtig witzige Geschichte, denn wenn ihr Glück habt, ist es vielleicht das ganze gegnerische Squad. Die werden hier gerespawnt, die Gasfallen werden aktiviert. Im Zweifelsfall, wenn es zu lange dauert, aktiviert die Gasfallen einfach selber und schaut zu, wie die Gegner einfach drauf gehen. Absolut witzige Geschichte und richtig cool, um so ein Totem einfach mal aus der Ferne zu kontern. Was heißt aus der Ferne? Man muss natürlich erstmal die Gasfallen drumherum stellen, aber eine coole Geschichte, um so ein gegnerisches Totem einfach mal zu kontern. Wenn man es nicht selber benutzt, wie gesagt, ist es ein gegnerisches Totem, könnt ihr es natürlich selber aktivieren, die Gegner pushen und vielleicht selber einen positiven Nutzen draus ziehen. Ein Tipp, der wirklich richtig geil ist, wo man auch erstmal drauf kommen muss, funktioniert auch mit Wraith ganz gut. Ihr seid am Zonenrand. Eure Teammates sind vielleicht außerhalb der Zone draufgegangen. Beide im Zweifelsfall. Aktiviert den Totem am Rand der Zone, pusht raus zu euren Teammates, holt die Banner aus der Kiste, beziehungsweise das Abzeichen der Kiste. Und wenn ihr noch, während ihr das Abzeichen geholt habt, dann drauf geht, respawnt ihr am Rand der Zone, seid noch am Leben. Und das ist ein richtig geiler taktischer Weg, um die Respawn-Marken eurer Teammates zu holen. Funktioniert auch ganz, ganz gut, wenn ihr wisst, außerhalb der Zone ist irgendwo eine richtig geile gegnerische Kiste, die ihr mit irgendwelchen Stuff looten könnt. Aktiviert auch da am Rand der Zone einfach euren Totem. So könnt ihr riskieren, vielleicht richtig guten Stuff noch zu ergattern. Wenn ihr dann beim Looten drauf geht, seid ihr wieder am Zonenrand, könnt euch in Ruhe wieder hochheilen. Das ist auf jeden Fall eine richtig gute Möglichkeit. Was explodiert denn hier bitte im Trainingsmodus? Das ist auf jeden Fall eine richtig gute Möglichkeit, eure Teammates wieder zu holen oder guten Stuff außerhalb der Zone zu looten. Oder ihr aktiviert natürlich wieder taktisch klug den Totem, wenn euer Team gerade in Trouble, in irgendeinem Gefecht ist, sagen wir in irgendeinem Gebäude, die Teammates sind vielleicht draufgegangen, dann könnt ihr den Totem aktivieren, pushen das Gebäude. Entweder seid ihr so gut, geht das Risiko ein, dass ihr wirklich nur ein bisschen Gesundheit verliert, rotzt die Gegner weg, oder ihr seid noch so schnell, könnt die Respawn-Marken eurer Teammates holen, geht dann dabei drauf, habt auch die Marken bekommen, respawnt am Totem, rennt weg, könnt eure Teammates wiederholen und ihr seid wieder ein komplettes Squad. Wie würde ich den Totem sonst noch einsetzen? Ich glaube, hauptsächlich würde ich den Totem so einsetzen: Ihr seid gerade in einer Situation, wo ihr merkt, oh, vor uns ist richtig Action, beispielsweise in einem Gebäude. Dann solltet ihr natürlich das Totem so aufstellen, dass es nicht zu weit weg von dem Gebäude ist. Denn aktiviert das Totem,
Wenn ihr das aktiviert, beginnt der Counter. Darüber habe ich nämlich auch noch nicht gesprochen. Ihr habt nicht unendlich Zeit, irgendein gegnerisches Squad zu pushen. Ihr seht, jetzt ist schon ein Viertel der Zeit um. Also, wenn ihr die Chance seht an einem Gebäude, dann stellt es am Rand oder in dem Gebäude, wenn es mehr Etagen sind, auf, wenn ihr merkt, dass der Trouble, der Fight zwischen zwei Squads vielleicht auf einer anderen Etage ist. Aktiviert das. Vergesst es natürlich nicht auch so zu aktivieren, dass ihr es für euch aktiv habt, dass ihr, wenn ihr drauf geht, auch wieder gerespawnt werdet. Und wenn ihr die Chance seht, ihr seid vielleicht nicht gut ausgerüstet, habt nicht komplette Gesundheit, seht aber die Chance, als lachender Dritter den Fight für euch zu gewinnen. Aktiviert das, pusht hoch. Wenn es schief geht im Zweifelsfall, werdet ihr gerespawnt, könnt euch A, entweder verpissen oder heilt euch hoch und könnt dann einen zweiten Angriffsversuch starten. Wie gesagt, vielleicht geht es auch gut, dann habt ihr den Totem nicht umsonst aktiviert. Das ist, glaube ich, die hauptsächliche Geschichte, wie ich den Totem benutzen würde. Einfach um zu riskieren, kann ich einen Fight für mich gewinnen oder nicht. Oder wenn ihr solo unterwegs seid, weil eure Teammates schon drauf sind, können nicht mehr gerespawnt werden. Oder. Eure Teammates sind vielleicht kilometerweit hinter euch. Ihr seht die Chance eures Lebens, weil ihr perfekt ausgerüstet seid, aktiviert den Totem. Pusht auf die Gegner drauf zu, weil ihr so gut seid, dass ihr einen Squad vielleicht alleine holt. Geht's schief, werdet ihr gerespawnt. In der Zeit sind vielleicht eure Teammates da und alles ist schön. Ihr könnt noch einen neuen Versuch starten. Und das ist eigentlich das, was ich im Allgemeinen euch für den Revenant auf den Weg geben könnte. Ach so, zur Stalker-Fähigkeit natürlich auch. Man kann mit dem Revenant gut flankieren, weil er einfach höher klettern kann. Habe ich auch noch nicht drüber gesprochen, man kann den Teammates sagen, pass auf, geht links oder rechts in den Eingang, ich pushe übers Dach, weiß der Geier was, so kann man die Gegner natürlich auch gut umlaufen. Das sind im Allgemeinen die Tipps, die ich euch ans Herz lege für den Revenant, auch wenn der Revenant nicht meine Main-Legende werden wird, mit dem Revenant muss man wirklich taktisch gut umgehen können. Wenn ihr eher pusht mit dem Pathfinder oder Octane, weil ihr wirklich sehr schnell unterwegs seid, wird der Revenant garantiert nicht eure Main-Legende werden, so wie bei mir ist der Fall. Ich pushe lieber, bin lieber flink unterwegs. Ich bin auch mal ein lahmarschiger Mensch, der wirklich langsam lootet. Ich brauche manchmal ein bisschen, um eine Kiste zu looten. Meine Stammzuschauer wissen das. Und wenn ich dann merke, oh, meine Teammates sind schon sehr weit, aktiviere ich einfach vom Octane die Spritze, den Grappling Hook oder eine Zipline, wie auch immer, und kann mir ein bisschen Zeit lassen oder Gegner schneller pushen, als meine Teammates können. Deswegen ist für mein Fazit der Revenant eine absolut geile Legende. Der bringt Abwechslung rein, keine Frage, wird nicht meine Legende. Ich werde ihn aber in Zukunft öfter spielen, weil während ich das Video jetzt hier zusammengebastelt habe, habe ich eigentlich gemerkt, Mensch, der Revenant ist wirklich eine richtig coole Geschichte, aber mit einem eingespielten Squad braucht man erstmal eine Weile, wenn man den Revenant noch nicht oft benutzt hat. Aber gebt dem Revenant definitiv eine Chance. Ich finde den richtig gut. Vielleicht wird dann endlich mal der fucking Gibraltar weniger gespielt. Der geht mir nämlich richtig auf den Sack. Das soll es jetzt von mir gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn der ein oder andere noch einen Tipp zusätzlich hat, könnt ihr es natürlich gerne in den Kommentaren vervollständigen. Ich weise nochmal auf das Guide-Video vom Space Cat hin. Das könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal reinziehen. Wie gesagt, das verlinke ich euch. Lasst dem Bengel, wie gesagt, ein Abo da. Kommentiert gerne in seinem Video, dass ihr von mir kommt. Dann weiß er Bescheid, wo er herkommt. Würde ich mich natürlich auch drüber freuen. Das soll es jetzt von mir gewesen sein. Lasst dem Video einen Daumen da. Ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr nichts rund um Apex Legends, Tipps und Tricks, Informationsvideos und Livestreams verpassen wollt. Das war's von mir. Und demnächst setze ich mich dann eventuell mal an einen Sentinel-Guide. Das war's jetzt von mir. Haut rein. Ciao.